Bereich ist der Durchgang zum Schlaftrakt. Ja. Und dann ist hier das Arbeitszimmer. Kennt ihr alles bestens, die Terrassetür. Und jetzt gehen wir nach oben. Da geht es dann diese Ziegeltreppe hoch. Jetzt gehen wir praktisch in den Turm. Und da ist jetzt so eine Tür, eine Falltür. Und da sind die langen Fenster. Auch schon gesehen. Und hier ist eine Falttür, die man auf und zu machen kann, im Moment, so wie das hier gestaltet ist. Und da geht es jetzt in das Turmzimmer hoch. So. Hier sind es ein paar Grad kühler, weil die Falltür zu war, merkt man. Und da sind wir jetzt in diesem Turmzimmer, das wir auch schon gesehen haben. So, hier sind wir jetzt auf der Terrasse, da haben wir uns ja schon gewundert, wie weit die geht, also nach rechts. Ist ja nur noch so ein kleines Viereck, hinter der Garten. Der Seeblick ist sehr schön. Und der Verkehr hört man auch, wie du hörst. Also die Hauptstraße ist natürlich schon direkt unterhalb. Hier ist das Nachbarhaus. Genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Hier ist die Solarzeile. Und das ist Rapsfeld, ja, das wir von der anderen Seite schon festgehalten haben. Der Giebel. Da geht's rein. Also Terrasse. Ist, dass du ein Gefühl kriegst, so groß ungefähr. Gehe ich mal da noch hin. Das ist eine witzige kleine Ecke, wahrscheinlich, dass man noch ein bisschen Sonne fängt am Nachmittag. Und drüben ist Baumhaus. Satellitenantenne und da geht es dann noch in den Garten. Das gucken wir uns nachher noch natürlich im Detail an hier. Und hier ist der Wintergarten drunter und dann geht es da vor Richtung Hauptstraße. Das ist das Flachdach, da hinten ist der Kamin. Holzkamin, das Nachbarhaus. Und das hier ist der Kamin von der Zentralheizung. Das geht dann direkt in den Keller runter praktisch. Cat. Das ist sogar noch eine Dusche im Garten. Und die Notentlüftung einfach reingemacht, dass es das Dach belüftet ist. Hier sind wir jetzt auf dem Dach. Ja, ich zeige mal kurz. Unter die Küche. Das Haus hat, ist ja auch durch das Basteln entstanden. Genau. Und da haben wir aber genau solche Befestigungen. Das ist das maßgeschneiderte Bett, das haben wir auch schon auf den Fotos gesehen. Und da immer auf den Wintern. Der Wind ist da ganz entscheidend. Entscheidender Faktor. Das kann im Winter mal reingedruckt haben, dann hat man es zugeschnitten, dann war es gut. Ja. Und dann der Blick raus. Und da ist der Durchgang zu dem anderen Garten. So sitzt dieses Bett da oben drauf. Da ist dieses lange Fenster. Und da geht es die Treppe runter.